Hey, willkommen zurück an der Grenze. Wir werden mal wieder angegriffen. Da war nichts mit Pennen. Oh mein Gott, was ist denn da los, ey? Aber wir haben ja jetzt hier schon Maschinengewehr, Heinis. Das ist ja auch schon mal geil. Okay, gehen wir mal in den Nahkampf hier rein mit dem Ding, weil sonst... Nein, ich will wechseln. Du Arschloch, du. Guck, eine Granate. Die haben auch Granaten hier. Da kommen ja immer mehr von denen. Oh, oh, oh. Da hat irgendeiner. Irgendeiner hat da richtig Bock, ey. Oh, 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 oh. Lad doch nach, die Scheiße. Zwei Stück noch? Okay. Wo ist denn der hier? Ach, da am Scheißhaus oder was? Ist. Und den da oben in der Hütte holen wir auch da oben im Wald. Schön die Fresse weggeschossen. Das kommt davon, wenn man mich hier in der Nacht stört, ey. Ich wollte einfach nur schlafen. Kann man die. Die kann man aber nicht plündern oder irgendwas, ne? Die sind einfach futsch jetzt. So. Bei euch alles in Ordnung? Ich hoffe. Dann gehen wir jetzt halt pennen, ne? Was ist jetzt? Ah, okay. Tägliche Kosten, ja, ja, schön. Das macht auch keiner die Sirene aus, ne? Wenn ich die nicht ausmache, macht die keiner aus. Guck die immer noch an. Warte mal. Okay, mit deinen Olympischen Spielen. Ich würde sagen, die kannst du einfach in eine Rosetten stecken. Was hältst du denn davon? Sag mal her, was ist denn hier los? Mineneinsturz, okay. Bla 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 bla. Interessiert doch keine Sau, wie viel Verschüttete da sind. Weil es da große Aufräumarbeiten. Gut, tschüss. Hier, ach du Scheiße. Technische Inspektion, das kennen wir eh, ne? Ja, was? Okay. Fahrzeugschein, okay, jetzt haben wir einen Fahrzeugschein dazu. Um Gottes Willen. Jeder Fehler auf dem Dokument dafür, Einreise verweigert, okay. Fahrzeugschein nicht in Ordnung, nicht rein, Schmuggler. Beschädigung des Fahrzeugs, gesprungene Scheinwerfer. Und was haben wir hier? Aha, aus Kasachstan kommt ein Schmuggler hier auch noch. Fahr rot. Oh oh. Drei technische Einreisedinger. Was ist das hier? Aha, LKW-Waage. Überprüfe, dass dein Fahrzeug die zu den überschreitet. Hier finden sie. Deine Fahrzeugkarte. Service haben wir vergessen. Ich verstehe es. Ach du Scheiße. Naja, dann mal los, ne? Hier alles los ist wegen den Olympischen Spielen, du. Gib mal hier, komm mal raus hier. Okay. Gib mal her die ganze Klamotte. Fahrzeugschein, da hat er. Okay.
So, schauen wir mal, Umarov. Das stimmt schon mal. Das stimmt auch. Ja, ja. Ja, Fidel Castro ist auch in Ordnung. Hier machen wir mal den flotten Ehring hier raus mit dem Scheiß. Hier kicken wir gleich mal, ne? Gut, das sieht gut aus hier. Aber den Vermerker. Seht ihr auch nichts. Na. Oh, heute mal nicht am Rauchen. Dankeschön. So die Rotzkarre. Gucken wir, ob alles in Ordnung ist. Aber. Ah. Wir haben Kapuzki-Reifen. Spiegel hat da Scheiben. Jo. Ach, der Scheiße. Scheinwerfer. Wo ist der Scheiß? Zack. Spiegel hat er. Und noch ein Reifen. Müssen wir gleich gucken, wie viel das war. Ich weiß jetzt nicht mehr, waren das 3 oder waren das 4 Sachen, die kaputt sein dürfen. Mit mehr als 3. Da hat er genau Glück gehabt, hä? Da hat er genau Glück gehabt, der Arsch. Komm auf hier. Da ist nichts. Ja, ja. So, guck mal, das hatten wir ja schon überprüft. Da haben wir das eingetragen. Fahrzeuggewicht hat auch gepasst. 4 Fässer, das war 4 Fässer. Fahrzeugschein. Achso, da, was haben wir denn? Achso, da ist das Kennzeichen auch noch. Müssen wir auch noch überprüfen. Oder was ist das? Kennzeichennummer, ja? Passt der überhaupt nicht? Er holt mich einfach hin, ne? Und was war für ein Kennzeichen? Was hatten wir da? SQN, aber der hat ja auch nichts. Jo. Wisst ihr was? Lass dich hier nicht rein, Kollege. Komm, verpiss dich einfach. Komm, mach hier keinen Scheiß, ne? Ja, heute noch. Was ist denn mit dir, Alter? Hier, Clownsmobil. Barak wariatko nie tap ada szajać. Ty ślepty durak, al ma i zalić meno. Nie. A ja madro kosztować od maszynu. Okej. Na, wenn du sagst, dass der repariert ist, ne? Ja. Ja, ja. Was ist das denn hier? So, Gepäck dabei. Guck ich mir gleich an. Warte, jetzt checken wir erstmal so. Ob ich was finde oder nicht, das entscheide ich. Mein Gott, jetzt müssen wir das ja ausräumen, auch noch das Auto, ne? Ja, raus damit. Alter, was ist denn mit dir? Bleib doch mal entspannt mit deinem lustigen Hütlein, ey. Kannst doch mal ganz ruhig bleiben. Was ist denn mit dir? Guck mal, Kollege, hier macht ja alles wieder rein. Ja, ja. Mach, pack ein, die Rotze. So, und jetzt gucken wir erstmal dein Kennzeichen hier. Stimmt. Ja, das stimmt auch. Ja, ja, ja. Ja, hier Gepäckski. Gucken wir nochmal hier drauf. Hallo. 660. Weg damit.
Stimmt auch. Warte mal, ich muss noch mal einmal kurz deine Fresse. Ja, mein Gott, bist du hässlich. Gut, komm, machen Flotten. Ich weiß jetzt schon, ich habe einen Fehler gemacht, weil... Ah, SQN. Komm, nächste. Fahr jetzt da los. Hat kein SQN, ne? Na, hat er nicht. Komm raus hier. Der hat auch schon wieder hier Karoskeriski. Der jetzt schon, komm her. Auf jeden Fall. Gut. Wo ist das? Da. Da. Spiegel hat da auch nur einen. So, da ist in Ordnung. Ja, Karosserie 2. Ja, Reifen. Ja. Was ist denn los mit dir, Alter? So willst du hier rein? Wir haben doch die super tollen Olympischen Spiele. Liest du keine Zeitung oder was? Ja, ich sitze schmutzig bei dieser Piskare hier, ey. Was ist denn mit dir? Kann ich das so öffnen? Warte mal, wenn ich das so mache. Ja, ich muss den rausholen. Ich will da mal reinschauen, ey. Wo ist der? Ja. Wo ist der Einräumer, Kollege? Da hinten ist der am Rumgammeln. Machst du hier pissen oder was? Räum ein. So. Ja, Alter, ne? Du bist deine Karre, Alter. Kannst du richtig schön den Arsch rammen. Die Scheibe hier auch kaputt? Mit dir ist echt das nicht in Ordnung, ne? Das ist ja beide kaputt. Ich muss hier alles überprüfen bei dir, ne? Du bist ja komplett am Arsch, Kollege. Ja, das passt wenigstens noch. Kühlschrank hat er ein, das stimmt auch. Gucken wir noch das Nummernschild. Habe ich nicht geguckt. Ja, das stimmt wenigstens. Der gute alte Fahrrad, du. Sag mal her, wie viel Gewicht Ski? Ja, hast da auch nochmal Glück gehabt, aber ja, du kommst so oder so nicht rein, ne? Ich habe jetzt alles, ne? Auf dem Kontrollbericht auch alles vermerkt. Da. Tägliche Bestimmung muss man noch ankreuzen. Und verweigern. Ja, ja, du mit deinem Rachowitz. Mach hier nur keine Faxen, ich schieß dir so direkt in den Schädel, ich sag's dir. Ja, Bartholomäus, danke. Und raus hier. Ich schau mir das mal an hier, ne? Spiegel hat aber wenigstens zwei, das ist schon mal in Ordnung. WV? WV, ja. Ach Gott. Ah. Und eine Sau hat er da drin. Und raus damit. Lass mich raten, das ist wieder so eine Aufbrechsau, so eine Pinata-Sau ist das. Ah, die sitzt ja auch. Was ist denn unter auch noch? Er hat richtig Bock heute, ne? Und, ah, endlich mal kann ich mal hier oben aufreißen. Warte, ich komm gleich, guck mir erstmal deine Sau an. Natürlich. Okay. Hm.
Ja, was gefundra. Ich hab echt was gefundra. So, was brauchen wir hier? Nehmen wir das hier. Okay, ist kaputt. Habe ich nicht auf Tasche. Warte, ich komme gleich wieder, Kollege. Oh, ich habe schon wieder was gefunden. Es ist ja nicht zum Aushalten mit denen. Gib mir mal das und das gib mir auch mal. Da, 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 da. Nehme ich deine ganze Kiste auseinander, du Vollidiot. Das nehmen wir. Wo war noch was? Hier war. Was damit? Die Reifen hat aber nichts, ne? Na. Hier aufmachen, lass mich raten, da ist auch noch irgendwas. Na, hat er da nichts reingetan? Ups. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ehrlich. So. Das Messer auch schon hin, oder wie? So, mit I. Was ist das? Das ist die Schrotze, ne? Die Symbole sind auch ein bisschen... ein bisschen für den Arsch. Warum machst du das? Du, ich hasse Sitze. Ich kann Sitze überhaupt nicht ausstehen, deswegen mache ich das. Ich kann nichts dafür. Ey, das Messer ist auch schon hin, oder was? Wenn du die ganze Karre hier voll hast. Jetzt habe ich ein ganzes Messer bei dir verbraten. Na, er lässt mir das nicht machen, ne? Ich habe ein ganz neues Messer hier bei dir in der Karre verbraten, ey. Na, er lässt mich das nicht machen damit. Jetzt kann ich auch noch Vlad anrufen wegen dem Arsch. Ein ganzes Messer habe ich verbraten. Naja, Flatzki, ey. Ja, 200 Schleifen kostest du mich extra. Wo ist Flatzki? Hier, Flatzki. Da habe ich einen ganz harten Kollegen. Du glaubst das nicht, was der alles dabei hat, ey. Gib mir mal so ein Kampfmesser. Vielleicht sind die ja besser, ey. Und gib mir gleich noch so eins. Ich nehme mal so ein Schnappmesser auch. Stehst mich, Vlad? Du messt sicher so eine Waffe an? Will er immer noch nicht. Du bleibst ja noch hier im Moment, ne? So. So, Kollege. Achso, ich habe keinen Platz mehr. Warte. Geht gleich weiter. Der macht mir aber auch fertig, der Typ, was der alles dabei hat, ne? Das ist ja unnormal. Unnormal, was der alles dabei hat. So. Sag dir was, jetzt überprüfen wir erstmal noch dein Schwein, ja, dein tolles Schwein. Guck mal, ob der überhaupt so heißt, wie du heißt. Hm, ja, ja, ja. Ja. So, ich hätte den vielleicht vorher wiegen sollen, ha? Ja, jetzt ist der eh drin, aber ist egal, du bist jetzt hier eh. Doktor Verhaftung. Nein, mach schon alles. Du schlaf ruhig weiter. Und du machst hier sauber. Anstatt er das schon macht, guck mal, du läufst hier auch noch so gelangweilt.
Komm, wir müssen dann noch einen reinlassen, ne? Fahr an mit deinem scheiß Moped, der hat schon wieder kaputte Reifen hier. So, machen wir das. Das machen wir jetzt immer sofort, das müssen wir uns einfach mal merken. Und raus, komm raus hier, Fatih. So. Gib deine Papiere. Propszaju od dokumenty. Ja. Toll, hast du das gemacht. Du bist ja der Beste. Machen wir gleich mal Reifen. Bevor wir irgendwie weitermachen. Die Scheiben. Ist das eine Scheibe hier oder ist die hin? Ne? Der hat eine Scheibe, ne? Das ist in Ordnung. So, einen darfst noch, Kollege. Ah. Und das war's für dich heute. Du fährst wieder zurück, nachdem ich hier fertig bin. Du fährst auf jeden Fall wieder zurück. Fällt das unter Scheinwerfer, ne? Wir werden alles noch überprüfen hier. Alles überprüfen wir jetzt. An deiner Schrottkarre. So, haben wir alle, ne? Da ist aber auch nichts drauf, ne? Seht da nichts. Ich sehe da nicht. Hier, räume ein, die Scheiße. So, der hat 11 Fässer. 11 Fässer, ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Das passt auch, gut. Ja, Fahrrad. Dann schauen wir mal. Jo. Was ist denn mit dir, Fahrrad, Alter? Hm? Kannst du überhaupt irgendwas, irgendwas zusammenkriegen bei dir? Ist das in Ordnung? Ja, wenigstens das passt. Zeig mal das Kennzeichen hier. Jo. Ist der von... Achso, du hast ja gar keins vorne. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, Kollege Fahrrad. Das war's, ne? Nee. Ich würde sagen, Kollege Fahrrad. Das hat auch gestimmt. Ich hoffe, ich habe alles. Passnummer hat er nicht gestimmt. Die Dinger haben wir alle an. Da müssen wir hier tägliche Bestimmungen noch anklicken. Kennst du ein Fahrzeug? Ich frage, bevor du passt. Das hat alles gestimmt. Gut, auf Wiedersehen. Damala. Warum nicht, darum nicht. Schieb ab jetzt. Wie sich dir ein Loch im Bad. Komm. Steig ein da. Komm, ich helfe dir. Tschüss. Ach, keine Sachen da. Gut. Ja, nett, dass ich mich mit was anderem beschäftigen darf. Haben wir hier noch was, was wir reinlagern können? Ja. Wie viel haben wir da auf Halde gehabt? Einen, ne? Ja, da war einer auf Halde. Wir werden gucken. Was können wir denn machen? Was können wir machen? Sollen wir hier nochmal verbessern? Was wollen die denn dafür haben? 3,50, ja. Bude. Oh, 1300. Könnten das Lager nochmal machen, ne? Komm, ich hau mal einen ins Lager rein, ausnahmsweise mal.
Wir machen einmal das Lager. Einen haben wir ins Lager. Sehr gut. Einen haben wir ins Lager und dann gehen wir pennen. Achso, das ist Flatzki. Brauche ich von dem noch was? Messer, ich hab dies, ich hab Messer, ich hab das. Ich würde vielleicht noch so eine Probe vielleicht nochmal mitnehmen. Oh, ich habe auch schon gar keine Geld mehr. Sag ich mal, Flatzki, was willst du denn haben für so ein Ding? 100! Gut, verpiss dich, ich hab kein Geld mehr heute. Wir gehen pennen. So, so machen, das ist ja kein. Hält man ja nicht aus, die Natur. Fürchterlich. Gut. Dann sage ich wieder mal danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.